So, Herrschaften, los geht's mit Fettes Brot. Und die sind ja anerkannt große St. Pauli-Fans. Und wahrscheinlich sind sie deswegen seit gestern sowieso schon im Partyrausch. Denn St. Pauli hat 4-3 gegen Hertha BSC im DFB-Pokal gewonnen. Ein sensationelles Spiel. Und dieses Spiel wird quasi fortgesetzt. Heute Abend in der Colorline Arena in Hamburg. 13.000 Menschen werden da sein beim größten Fettes Brot-Konzert aller Zeiten. Und wir wollten schon ein bisschen wissen, was passiert denn heute Abend. Aber große Geheimniskrämerei. In wenigen Stunden ist es soweit. Fettes Brot werden in Hamburg ihr bisher größtes Konzert überhaupt über die Bühne bringen. Natürlich darf dabei keines der fetten Brote fehlen, was zum Entsetzen aller aber beinahe passiert wäre. Alle von uns dreien werden dabei sein. Es gab eine harte Nachverhandlung eben im Backstage-Raum, aber wir kommen tatsächlich alle. Des Weiteren haben wir illustre Gäste auf der Bühne, die wir mittlerweile zu unseren Freunden zählen können. Seit Tagen schon zerbrechen wir uns den Kopf, welche Megastars sich zu den drei Hamburger Jungs auf die Bühne gesellen werden. Leider bleiben die Brote aber auch kurz vor dem Konzert hart und wollen nicht verraten, auf wen wir uns heute Abend freuen dürfen. Das wäre ja, da würden wir uns ja sozusagen selber ins Knie schießen. Es soll eine große Überraschung sein für alle Beteiligten. Insofern hüllen wir uns in mysteriöses Schweigen, wie wir das so gerne tun. Egal, wer sich auf der Bühne tummeln wird, eins ist sicher. Die Colorline Arena ist auf jeden Fall ausverkauft. 13.000 Zuschauer. Da wird selbst den fetten Broten ein ganz klein wenig flau im Magen. Es kommen auch Zuschauer, und zwar nicht zu knapp. Das macht uns schon ganz kribbelig und fühlt sich gleichzeitig sehr, sehr, sehr schön an. Und wir werden eventuell auch einige Songs spielen. Da sind wir uns aber noch nicht ganz sicher, oder? Ich schätze schon, ja. Ist mir neu. So viel Zeit muss sein. Aber ein bisschen müsst ihr uns doch verraten, bitte. Es wird einen interessanten Rückblick auf das Jahr, auf das bewegte Jahr 2005 geben, am Anfang der Show. Wir werden uns noch einmal genau zurückbesinnen, was angefangen hat mit dem Videodreh in Südafrika bei Emanuela bis zum 22. Was in diesem Jahr alles für Fettes Brot so passiert ist. Das klingt nach Abschluss. Nach ihrer monatelangen Am Wasser gebaut Tour ist aber auch das Megakonzert heute Abend noch lange nicht das Ende. Jedes Brot verdient eine Pause, doch fette Brote ackern 2006 lieber weiter. Wir werden auf jeden Fall noch eine Single vom Album rausbringen, Anfang nächsten Jahres. Und wir haben noch ein, zwei, aber auch leider schon wieder geheime Projekte, über die wir jetzt noch nicht sprechen können. Wir werden im Sommer wieder auf Festivaltour gehen. Also wir werden 2006 auf jeden Fall nicht in der Versenkung verschwinden. Bevor sich die Brote zu neuen Ufern aufmachen, wird heute Abend erstmal Hamburg ordentlich zum Hüpfen gebracht. Schaltet ab 20 Uhr ein, wenn es heißt Ringfrei für eine schöne Bescherung mit Fettes Brot. Natürlich live bei MTV. Also in 3 Stunden wird's ernst. Die Newstracks jetzt als ultimative Einstimmung auf die Sause heute Abend. 3 Stücke am Stück von Fettes Brot. Und das war's jetzt von mir. Haben wir wieder was gelernt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. MTV präsentiert dir eine schöne Bescherung mit Fettes Brot. Sei mit dabei, wenn die drei Hamburger mit dem Monsterbass ihre Hometown rocken. Das beste Weihnachtskonzert gibt's am 22. Dezember ab 20 Uhr live aus Hamburg und nur bei MTV. Fettes Brot live. Derber die Boxen nie klingen. Hello everyone, this is